Zwei Ereignisse. Am Sonntag habe ich mich, oder Montag habe ich mich angemeldet für das Sommercamp mit Hebrew People in Sellisberg im August. Ich wusste, die Unterkunft ist halt Schweizer Preise. Das Sommercamp ist recht kostengünstig dagegen. Ich habe einfach vertraut, dass ich das Geld bis dahin zusammenkriegen werde. Die letzten Tage war ich recht verzweifelt wegen meinem Gewicht und je verzweifelter ich war, je mehr aß ich auch noch. Vielleicht kennst du das, dass man dann völlig widersprüchlich handelt. Heute Morgen schließlich hat die Waage so viel angezeigt wie noch nie in meinem ganzen Leben und ich bin jetzt 46. Gott hat es geschenkt, dass meine Schwester zu mir kam und sie dann für mich betete und ich alles an Gott abgeben konnte und loslassen konnte. Auch die Kontrolle über das Gewicht und all diese Dinge. Und ich hatte dann den Eindruck, ich soll meine Waage, also Personenwaage, auf dem Dachboden tun und das einfach wirklich loslassen in Gottes Hände. Und dann, etwa eine Stunde nach dem Gebet, bekomme ich eine SMS von einem guten Freund, ob ich bereit wäre, 11 Tage zu ihren Hunden zu schauen. Ich kenne die Hunde ja schon. Und das gibt sowohl Geld als auch Bewegung. Und das ist vom 21. bis 31. Januar. Gott ist ein Gott des Details. Er nimmt mir nicht einfach das Gewicht weg, was einfach praktisch wäre und schnell gehen würde. Nein. Er will mir helfen, gesund mit dieser Sache umzugehen. Er will mich gesund machen, zuerst innerlich und dann äußerlich. Und das spreche ich auch dir zu, auch wenn du vielleicht äußerlich manchmal noch keine Veränderung in Dingen siehst. So ist Gott doch am Werk, innerlich. Er will das uns zuerst mal seelisch heilen. Ja, und manchmal gibt es Leute, wo man hört, dass sie von heute auf morgen, wenn sie sich bekehren, gerade frei von Drogen, frei von allem sind. Aber es gibt auch andere, die ein Leben lang mit gewissen Sachen kämpfen müssen. Das heißt nicht, dass unser Glaube kleiner ist oder der anderen größer. Es sind einfach verschiedene Wege, so wie auch außer Johannes alle Apostel, alle Jünger den Märtyrertod starben. Also natürlich Judas Iskariot hat ja Suizid begangen, aber alle anderen Jünger außer Johannes wurden hingerichtet. So ist jeder Weg individuell. Gott schreibt ganz persönlich Geschichte mit dir und mir. Es ist nicht identisch, aber er ist der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halte an dieser Wahrheit fest, auch wenn alles um dich einstürzen will. Gott ist unsere Burg, unsere feste Burg, unsere Zuflucht. Er ist unser Zufluchtsort, heißt es in einem Lied. Ich berge mich in deiner Hand, heißt es dann weiter. Denn du schützt mich, Herr, wo immer ich auch bin. Halt dich fest an Jesus. Das heißt nicht, dass dir nie was passiert. Aber es heißt, dass du es aus seiner Perspektive sehen kannst und dass du überwinden kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erlebnisreiche Zeit mit deinem Gott. Ciao!